Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Phil spielt ein Spiel mit folgenden Regeln. Er beginnt das Spiel mit 0 Punkten. Wenn er eine Runde gewinnt, erhält er 3 Punkte. Wenn er eine Runde verliert, muss er 4 Punkte abgeben. Er darf eine negative Anzahl Punkte haben und es gibt keine Nullrunde. Nach 20 Runden hat Phil 11 Punkte. Frage, wie viele Runden hat er verloren? Die Situation ist also diese. Das Spiel beginnt. Wenn Phil gewinnt, erhält er 3 Punkte. Wenn Phil verliert, erhält er minus 4 Punkte, denn er muss ja 4 Punkte abgeben. Nennen wir x die Anzahl Gewinne und y die Anzahl Verluste. Was wir suchen, ist y. Durch die Angaben wissen wir, dass die Anzahl Gewinne mal 3 Punkte plus die Anzahl Verluste mal minus 4 Punkte 11 ergibt. Und wir wissen auch durch diese 20, dass x plus y 20 sein muss. Somit erhalten wir also dieses Gleichungssystem. In der zweiten Gleichung haben wir sofort x alleine gestellt. Das heißt, wir haben diese zweite Gleichung nach x aufgelöst. Denn in der ersten Gleichung können wir dieses x jetzt ersetzen durch 20 minus y. Und somit bleibt nur noch diese Gleichung mit unbekannter y, die wir ja suchen. Wir verteilen diese 3, setzen alle y-Terme auf eine Seite und den Rest auf die andere Seite. Und somit erhalten wir, dass y 7 ist. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also 7. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.